44, 20. Ah, okay, 34, 10. Hey, es wird wieder dunkel. So, ich habe gerade die neue Ladung in der Regal gepackt. So, dass der Kollege jetzt gerade alles wieder einräumt. Yes. Also, ich liebe das, wenn viele Produkte haben. Also, gute Vorrat haben. Ja. 34, 16. Und dass wir heute dieses Mal den Rekord knacken. Gleich 1300. Entschuldige mal, sie kommt zurück. Du warst Kunde, ne? Ja, ja, ruf doch die Polizei. Aber klau nicht unsere Produkte. Entschuldige, ich muss da gerade eine Kundin da aufhalten. Die nächste. Was ist sie denn jetzt? Wir müssen jetzt wirklich aufpassen, ich. Wenn die Kunden sofort schnell zum Aus. Ja, jetzt aber. Was sagt ihr denn? Netter Versuch. Nein! Was treibst du da? Alter. Ja, deswegen brauchen wir Mitarbeiter für Sicherheit, ne? Deswegen will ich ja die Punkte ausgeben. Dass wir mehr Mitarbeiter haben. Aber jetzt wissen wir, woran wir die erkennen können. Wie denn? Warte. Da über den ist es dann ein Symbol über den Kopf. Ach so. Da, siehst du? Schau mal. Da. Ja, bleib stehen. Meine. Und 42. Vergiss doch, mein Freund. Ich hab dich schon gesehen. 1600.
Noch jemand, der gerade versucht? Nee, gerade nicht. Leider haben wir einen Kunden nicht aufhalten konnten. Ach, die ist genau in die durch die Absperrung gegangen. Passiert. Ja, deswegen Mitarbeiter für Sicherheit. Dass die hier vorne mit dem Besen stehen, weißt du? Übrigens, 1800. Jo. Heilige Maria Josef, was haben wir denn hier gemacht? Aber wir wissen jetzt, woran wir das erkennen können. Ja, durch das Symbol. Ja, und am meisten, wenn die direkt sofort auf die Ausgang stürmen. Ja. So. Fast alles voll. So, dann gehen wir mal auf den nächsten Tag weiter. Ärgerlich. Wie du mit dem Besen hier stehst. Hallo. Hallo. Willst du schon mal die Preise anpassen? Na klar. Ich glaube, da wird sich jemand freuen. Also bleiben. So, sagst du mir an? Ja, Moment.
noch mal auf 3. Kann noch mal auf 4. Kann so bleiben. Kann so bleiben. Alter, wir nehmen schon fast 2 Stunden auf. Okay. Cola-Flasche? Einmal? Einmal Cola-Flasche. Ja. Einmal Soda-Flasche? Soda-Flasche. Einmal? Fruchtjoghurt rot. Pink. Also ist er pink? Ja. Glühweinkäse einmal. Einmal Fruchtjoghurt? Ja, dann hol zweimal. Ich würde hier sagen, für einen Joghurt zweimal am besten jeweils. Gut. Ja, dann. Zweimal. Dann Grüvian-Käse einmal. Grüvian-Käse einmal. Magerkäse einmal. Einmal. Emmentaler einmal. Einmal. Und grüner Joghurt zweimal. Hab ich. Wasserflasche einmal. Wasserflasche einmal. Ja. Cola-Packung einmal. Cola-Packung einmal. Reis zweimal. Reis zweimal. Alles klar. Honigmüsli einmal. Ja. Penne einmal. Ja. Salz einmal. Ja. Milch einmal? Ja. Zucker einmal? Übrigens, wir sind schon bei 1000. Zucker einmal. Okay. Baldrian zweimal? Baldrian. Zweimal? Pfefferminze einmal? Ja. Minze einmal? Ja. Grüner Tee einmal? Ja. Zitronentee einmal? Ja. Schwarztee einmal? Okay, das war's. Wir können nicht mehr. Mach mal Baldrian einmal raus, bitte. Okay. So, Schwarztee ist drin. In Gesamt 1673. Ja, kannst kaufen. Es regnet. Wie das aussieht. Ich glaube, da ist jemand noch nicht aufgefallen. Am Jack. Mann! Was ist denn? Nee, ich war gerade WhatsApp. Aha. Schon mal vor den Laden geschaut? Ja, ich hab schon gesehen. Wie der da steht mit dem Besen einfach. Na, Arbeit und Leistung für uns. Ja. Wenn man es so nimmt, können wir eigentlich theoretisch noch einen.
Ich schau mir mal kurz die. Einzige die Kasse, würde ich noch sagen. Die Koffertüre. Also Erbsen groß, Thunfisch groß, Reh, Bohnen, Katzenfutter, Katzenfutter, Hundefutter, Alter. Also da brauchen wir mindestens. Ich glaube, wir müssen hier ein bisschen umbauen. Für das nächste Mal. Ja, wo ist denn hier der nächste Mitarbeiter? Da unten. Soll ich noch einen Mitarbeiter holen? Noch nicht. Sonst hätte ich gesagt, einen für die Kasse noch. Kannst du mal kurz hier rauskommen? Ja. Also die nächsten Produkte sind gerade mit Bohnen, also Bohnen, Erbsen und Thunfisch. Also okay. Alle Nahrung. Ich würde dann eher sagen, wir können Wasserflasche Cola hier rüber packen. So dass die Bohnen und Erbsen dann hier reinkommen. Zu den Reis. Ich würde sagen, alles was Getränke zu tun hat, auch Milch, hier rüber, oder? Ja, aber wir haben nicht so viel Platz hier. Nee, ich weiß. Ich packe aber schon mal, ich lager die schon mal um. Jo. Ich hoffe mal nicht, dass der Kollege jetzt kommt. Nee, der steht hier. Der steht hier. Gut, weil das war das Problem bei den anderen. Gut, wir haben schon mal 6. Und wenn nicht, könnte mich auch kündigen. So ist es nicht. Also. Wie der da mit dem Besen steht. Wie das aussieht. Nein, jetzt räumt die ein. Warte mal. So. Kommt zu lange zur Sicherheit. Toll. Punkt. Ich wusste es. Die ist jetzt bei der Sicherheit so lange. Ja, das Problem ist einfach, weil der manche Regal, der hat auch hier aufgeführt, Mann. Der hat leider das Problem, dass die Produkte, die früher waren, noch notiert sind. Und nicht schlecht. Ja. Man muss so wie herausfinden, wie man das überhaupt rauskriegt. Aber bei den anderen Supermarkt-Simulator ist es jetzt einfacher geworden. Du kannst es jetzt immer bei dem Computer einstellen. Oder kann man das per Handscanner ändern? Was denn? Dass man die Produkte, die mal da waren, gelöscht werden. Aber zum Beispiel, ich will die Produkte umwechseln, aber was macht der Kollege? Fügt die wieder hinein. Ching.
Alter, es hat funktioniert. Ich hab den Produkt in den Regal gelöscht. Okay. Wie das? Kann ich dir gleich zeigen. Warte mal. Ich brauche aber einen weiteren leeren Karton. Hast du? Münze, Münze, Münze hier. Hier, der ist glaube ich gleich leer. Ja. Wasserflaschen sind leer, kannst ein machen. Okay, warte mal ganz kurz. Er steht hier. Gut. Nimm mal schon mal den Handscanner in der Hand. Ja. Gut. So, dann gehen wir genau dort, wo die Wasserflasche war. Ja. Und klick mal auf rechte Maustaste. Ah. Das ist ja geil. Ja, hab auch gerade zufällig gestoßen. Dann kannst du mal kurz mal mit Hans gerne herkommen. Lösch doch mal bitte die untere Regal. Jo. So einen Handscanner brauchen wir bei den anderen Supermarkt auch. Wo wollen wir denn die Milch denn hinpacken? Wird die Milch erstmal da lassen und wenn wir Kohle haben für ein Regal, dann hier nebenan, oder? Wir müssen so oder so ein Regal holen. Weil alles, was Getränke zu tun hat, alles zusammen. Ja. Aber auch geil. Ja. Bin gerade auch zufällig drauf gestoßen. Alter, wir nehmen schon über 2 Stunden auf. Schwarztee. Hast du die Preise angepasst? Von die neuen Produkte? Nee. Okay, ich mach schon. Kann ich die ja wieder zur Lager hin tun, ne? So. So, erledigt. Das wird geil. Wow, Lager. Ja, weil ich die zur Sicherheit gerade gepackt habe. Ach so. Dass sie nicht mehr einräumt. Ach so. Kannst ja hier ändern, immer. Gut, also dann. Ich gehe mal raus. So. Wir haben heute auch wieder viel geschafft. Mit $55 beenden wir auch hier. Auch noch die Aufnahme. So, das war's wiederum für diese Aufnahme, Jason. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mal ein Like, kommentiert es, teilt es weiter. In den Link seht ihr dann auf
Baloo, kommt ihr dann auf Baloo Kanal drauf. Wenn das euch gefallen hat, immer schön ein Like geben. Wow, läufst du einfach den Tisch mit durch? Liked es und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit Let's Play Supermarkt Together mit Baloo. Bye bye, euer Baloo. Ciao, ciao.